heute bei der Universität Kassel am Institut für Sport und Sportwissenschaft und machen hier unsere halbjährliche Leistungsdiagnostik. Und die machen wir im Endeffekt, um zu gucken, wo stehen unsere Spieler, wie fit sind sie, wie viel Ausdauervermögen haben sie, wie beweglich sind sie, aber auch wie schnell und spritzig sind sie. Und ausgehend von den Werten, die wir heute hier ermitteln, wird dann das weitere Training im Endeffekt angepasst und auch dann geplant. Also die Diagnostik führen wir zweimal im Jahr durch, also immer halbjährlich, einmal vor der Saison, im Endeffekt jetzt, und auch vor der Rückserie. Und ausgehend von den Werten, die wir hier ermitteln, passen wir dann das weitere Training an. Also welchen Schwerpunkt legen wir im Training? Gehen wir mehr in den Kraftbereich, gehen wir mehr in den Schnelligkeitsbereich oder gehen wir mehr in die Agilität, in den Richtungswechselbereich oder legen wir wirklich den Fokus vielleicht auch auf Ausdauer? Genau, also ausgehend von der Diagnostik haben wir ja von jedem Spieler sein Leistungsvermögen. Und ausgehend von dem, was jeder Spieler einzeln, also individuell leisten kann, wird dann der Trainingsplan für den Spieler dann auch abgestimmt. Also gerade im Krafttraining oder auch im Lauftraining können wir schon sehr gut individualisieren. Und im Handballtraining, da ist er natürlich dann, wenn vielleicht mal die eine oder andere Spielergruppe, also Rückraum oder Kreis, gerade Pause hat oder im Trainingsbetrieb nicht so involviert ist, dass sie dann auch für sich individuelle Übungen machen können.